Ponchos begleiten uns bei Lake United schon sehr lange. Wir haben nämlich urlang nach einem guten Poncho gesucht und wir haben auch schon viele schlechte Ponchos gehabt. Was macht nämlich einen schlechten Poncho aus? Ein schlechter Poncho gibt es zwar, ich kann ihn irrsinnig dick machen, teuer, dick. Also wenn sie teuer sind, dann sind sie meistens auch sehr dick. Das Problem ist nur, wenn ich den in Urlaub mitnehme, dann hat er einfach 3 Kilo schon im Koffer und hat 25% vom Koffer ist nur dieser schwere Poncho. Und jetzt haben wir den perfekten Kompromiss gefunden. Die Teile sind warm und sind aber auch relativ dünn, das heißt leicht und brauchen ganz, ganz wenig Platz im Koffer. Was natürlich auch noch schlecht wäre, wäre diese Mikrofaser, haben wir auch gehabt, würde ich auf keinen Fall empfehlen, fühlt sich extrem grauslich an auf der Haut und der hat so ein bisschen so ein Frottee, so ein Gerippe drinnen, dadurch ist er auch sehr warm, weil da einfach die Luft drinnen bleibt und sich erwärmen kann und fühlt sich irrsinnig gut und geschmeidig an. Du hast noch diese Kapuze drauf, die es zuziehen kannst, du hast da unten Taschen, wo du Sachen reingeben kannst. Und ist der perfekte Kompromiss zwischen Travel-Leichtigkeit und Wärme, haben wir immer dabei.